Herzlich willkommen zu den Tasting Talks zum Thema Monetarisierung von TV- und Streaming-Inhalten. Wie schaffe ich Zahlungsbereitschaft? Mein Name ist Frank Apfel. Ich bin Veranstalter der Tasting Talks und des Media Tastings. Die Tasting Talks sind die digitale Verlängerung des Media Tasting. Wir haben jetzt eine kostenfreie Plattform für Sie geschaffen, wo wir nun beides dauerhaft verbinden. Einige unserer Zuschauer sehen uns bereits jetzt schon bei live.mediatasting.com und Ihnen allen, ob Sie jetzt bei GoToWebinar oder unter live.mediatasting.com dabei sind, das man übrigens per Google Chrome und am besten am Laptop und PC empfängt, wünsche ich ein herzliches Willkommen. Unsere Agenda sehen Sie hier. Unsere Plattform ist tatsächlich jetzt live und wir haben jetzt spannende Experten, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Dann gibt es einen Talk und ein Tasting. Das Tasting wird von Dr. Florian Kerkau von Gold Media gehalten zum Thema. Das dauert ungefähr 5 bis 8 Minuten und danach kommen wir zum Talk mit den folgenden Experten, die ich Ihnen vorstelle. Und schließlich am Ende, wir sind schließlich bei den Tastings, gibt es eine Weinempfehlung. Das Media Tasting, das am 29. Juni stattfindet, wird viele Themen umfassen. Und heute geht es aber um eines der wichtigsten Themen überhaupt, wie man eigentlich mit der digitalen Welt Geld verdienen kann. Und wir haben heute dazu Spitzenmanager unserer Branche eingeladen, um genau das mit uns und Ihnen zu diskutieren. Zum einen Theo Weyrich, Geschäftsführer von Bill & Tell in Norderstedt. Dr. Niklas Brambring, CEO des Streaming-Anbieters Zattoo und Dr. Florian Kerkau von Gold Media sowie nachher als Moderator Dr. Jörn Krieger, freier Medienjournalist bei Broadband TV News. Und vorhin rief mich ein Marktpartner an und meinte, das wird richtig spannend heute, denn die Käste sind dafür bekannt, dass sie Klartext reden und darauf können Sie sich schon freuen. Zunächst zum Tasting von Florian Kerkau. Ich würde gerne Florian Kerkau jetzt begrüßen. Florian Kerkau, bitte schalte dich dazu. Der wird jetzt gleich das Tasting halten. Wir warten noch auf ihn. Er bekommt jetzt die Aufforderung. Wir sehen schon sein Screen. Super. Aber wo ist er? Da ist der Florian Kerkau. Hallo. Herzlich willkommen nach Berlin. Du bist noch stumm. Eben warst du schon zu hören. Jetzt sag noch mal Sieht man was. denn meine Präsentation? Ja, man sieht deine Präsentation und man hört dich. Sehr Das ist ja gut. perfekt, doppelt perfekt. So, von den 8 Minuten haben wir dann schon mal 7 weg. Insofern, nein, nein, Quatsch. Also vielen Dank für diese schöne Gelegenheit heute an diesem Tag, der ja so wunderschön sonnig ist, zu reden. Und ich persönlich sitze ja im Keller, derzeit noch Nicht in unterm Quarantäne. Dach. Nicht in Quarantäne, sondern Frank ist unterm Dach. Er hat ein bisschen, glaube ich, einen warmen Kopf. Ich habe das Luxusproblem, ich habe tatsächlich kalte Füße. Aber ich versuche mich jetzt in Rage zu reden und dann wird das ganz schnell warm werden. Für alle, die mich nicht kennen und vielleicht noch nie hier waren, ich selber arbeite in Berlin bei Gold Media als Geschäftsführer, bin dort für den Bereich Forschung. Gold Media ist eine Forschungs- und Beratungsgruppe. Und sozusagen in diesem Spannungsfeld bin ich aktiv mit den VOD-Ratings. Europaweit bin ich natürlich eher für den Bereich Streaming-Märkte bewandert als mit dem Bereich TV oder Free TV. Aber das sind natürlich immer so angrenzende Dinge. Über die möchte ich kurz einen kleinen Überblick geben, einfach damit wir nachher wissen, über was wir eigentlich reden, wenn es um Monetarisierung geht. Wen sprechen wir da an und welche Märkte stehen dahinter? So, ich habe mich mal schnell umgeschaut beim VNet und von 2020 die Daten zusammengesucht. Wie viele Leute gibt es eigentlich in Deutschland, die fernsehen? Und da kann man also lesen, 55 Millionen am Tag. Das sind die Zuschauer, die hier dann eben auf Tagesbasis Durchschnitt Fernsehen zuschauen. Das heißt, das ist also der große Mehrteil, die große Mehrzahl der deutschen Bevölkerung. Die Zahl ist, denke ich, ein bisschen wahrscheinlich im Sinken begriffen, aber es ist immer noch natürlich eine Riesenzahl und auf alle Fälle der größte Anteil, wenn wir uns die Medienmärkte anschauen. So, was kann die Branche daraus schöpfen? Wir haben jetzt hier in der unteren Tabellenzeile
ist eben das, was sozusagen der Netto-Werbemarkt in Deutschland ist, also das, was über die Free-TV-werbefinanzierten Sender und eben aber auch die Werbeanteile der öffentlich-rechtlichen Sender ohne die Gebühren natürlich hier erlöst wird. Da kommen wir ungefähr auf 4 Milliarden. Jetzt wissen natürlich alle, die Branche steht ein bisschen unter Druck. Wir haben zum einen natürlich diese ungewöhnliche Situation mit Corona, die hier so ein bisschen auf die Märkte drückt, weil eben Werbepartner einfach wegfallen. Ich sage nur Tourismus zum Beispiel oder Gastronomie. Zum anderen haben wir natürlich so ein bisschen Spannung dann oft aus der Seite der veränderten Sehgewohnheiten der Zuschauer, Werbevermeidung, Streaming sind also die Stichworte und alles summiert sich dann hier in so einem wahrscheinlich dieses Jahr etwas außergewöhnlich hohen Verlust sozusagen an einfach Summe um 8,8%, fast 9%. Allerdings der Trend geht hier natürlich so ein bisschen, verlagert sich so ein bisschen in den Bereich Streaming. Aber das schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Da haben wir nämlich verschiedene Märkte. Ich muss mich kurz entschuldigen, dass das ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch ist. Das ist jetzt so aus verschiedenen Studien hier zusammengetragen. Wir haben also hier den Bereich des Pay-Streaming, also des bezahlten Streamings, SVOD im Wesentlichen, aber auch eben TVOD, also transaktional. Ich miete mir ein Video oder EST, also ich kaufe mir dann digital ein Video. Und hier kommen wir auf eine kleinere Zahl von 27 Millionen täglichen Viewers, was wir so mit unseren VOD-Ratings erfassen. Wir haben aber jetzt hier, wenn es um die breiteste Nutzergruppe geht, eben auch 41 Millionen Leute, die hier theoretisch Zugriff haben und das zumindest gelegentlich nutzen. Und bei 26 Millionen Abonnements, die hier abgeschlossen sind, derzeit im deutschen Markt. Wenn wir uns den Markt anschauen, summiert sich der dann eben mittlerweile zusammen auf 2,5 Milliarden Euro für Deutschland 2020, wenn man den reinen S-Wort-Markt, also abo-basierte Services anschaut und nochmal 500 Millionen, wenn man eben diese transaktionalen Services mieten und kaufen dazu nimmt. Also 3 Milliarden ist dann dieser Markt mittlerweile auch schon groß und hat relativ hohe Wachstumsraten. Also wir sehen jetzt in den USA schon so ein bisschen diese sogenannte S-Wort-Fatigue, ist ja da das Stichwort. Wir sehen also ein Abflachen der Kurve oder in den USA ist sozusagen das Wachstum auch ein bisschen zum Erliegen gekommen. Hier verlangsamt sich das Wachstum auch ein bisschen, aber es sind immer noch die höheren Wachstumsraten auf alle Fälle vorhanden. Und wir sehen ja auch mal viele neue Anbieter im Markt. So, dann haben wir noch einen dritten wichtigen Sektor. Das ist eben der Werbemarkt online. Das ist eben alles das, was im Streaming an Ad-Supported Streaming passiert. Da kommen wir 2020 nochmal auf 1,3 Milliarden Marktgröße für Deutschland. Und hier haben wir auch noch so ein Wachstum in der ebenso in dem Markt, aber wir gehen davon aus, und das ist hier die Goldmedia-Prognose meiner Kollegen aus der Strategieberatung, dass hier eben die Wachstumsraten auch jetzt sukzessive zurückgehen, aber immer noch im Schnitt 11% dann über die nächsten Jahre anhalten werden. Was man hier sagen muss, das ist natürlich jetzt nicht rein TV-AVOD. Ja, meine Kollegen aus England sagen immer BVOD dazu. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass sich der Begriff in Deutschland nicht so recht durchsetzt. BVOD, Broadcast, VOD. Das ist sozusagen dann eben alles das, was von Fernsehsendern im VOD, im AVOD-Markt getrieben wird. Und das nochmal abgegrenzt zu dann eben zum Beispiel YouTube oder Facebook, die dann eben also reine Online-Anbieter sind und dann unter AVOD eigentlich subsumiert werden. Das finde ich ganz sinnvoll. Also alle möchte ich dazu einladen, das mit mir voranzutreiben, das Projekt BVOD und AVOD zu trennen. Das aber in diesen Zahlen hier natürlich zusammen ist. Und warum ist das wichtig? Ich denke, das sieht man, wenn man den Markt mal ein bisschen nach Anbietern aufschlüsselt. Da haben wir eben so ganz große Player, die sind natürlich aus den USA. YouTube, hier der Marktführer, Facebook mit 25%, natürlich auch riesengroß. Und dann kommen die Deutschen, jetzt in diesem Falle wieder BVOD-Anbieter, nämlich RTL und 7ONE zusammen auf 26%. Und hier muss man auch sagen, dass das Wachstum gering ist. Also gegen den Markttrend wachsen hier doch die Amerikaner deutlich stärker an der Stelle. Jetzt nochmal ein kleiner Ausblick in die USA, weil das für uns natürlich immer interessant ist. USA ist ja immer so ein Markt, dem wir sozusagen einen gewissen Vorlauf einräumen und sagen, da kann man vielleicht sehen, was bei uns tendenziell zu erwarten ist. Das sind jetzt relativ neue Daten von Omdia. Und wir schauen uns hier eben an, einfach die Frage, wie viele Services nutzen die Leute sozusagen in einem Haushalt? Und interessanterweise ist es so, dass das Pay-TV,
relativ stabil ist über die Zeit. Ja, das ist also vom sogenannten Cord Cutting nicht so richtig betroffen. Das ist in den USA auch ein bisschen anders, weil Cord Cutting bezieht sich ja dann immer eher so auf die Kabelnetze als auf Pay-TV. Da geht es ja dann mehr um diese Premium-Inhalte, deswegen möglicherweise ein bisschen stabiler. S-Wort ist jetzt auch nochmal im letzten Jahr gestiegen, aber wie gesagt, S-Wort Fatigue, Stichwort, das Wachstum hat sich hier stark verlangsamt. Und der Bereich A-Wort tatsächlich ist hier eben um 0,6%, was sozusagen die genutzten Services angeht, zurückgegangen. Und man geht davon aus, dass es eigentlich so eine Mischung ist aus verschiedenen Dingen. Einmal geht es natürlich um Werbevermeidung. Zum anderen geht es aber auch darum, dass die Zuschauer so ein bisschen die Angst verloren haben, dass sie dann im Abo-Bereich eben vor, wie sie es gewohnt waren, so aus alten Zeiten, dass sie eben kein endloses Angebot haben, sondern ein gutes Angebot möglicherweise haben, aber ein begrenztes Angebot, so wie das sozusagen in der Pay-TV-Historie eben gelernt ist und mittlerweile eben aber feststellen, dass doch sehr viel und immer mehr Dinge auch über die S-Wort-Provider ausgespielt werden. Wie zum Beispiel, vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt, mittlerweile in Deutschland ja sogar öffentlich-rechtlich Free-TV jetzt bereits auch über Amazon geht. Und in Frankreich, Netflix hat ja auch versucht, hier sozusagen Live-Kanäle aufzuschalten. Und wir sehen das in unseren Zahlen, tatsächlich funktioniert das ziemlich gut. Hier ist Frankreich vielleicht auch nicht mit Deutschland hundertprozentig vergleichbar, aber es sind eben ganz interessante Ansätze, wie Dinge auch mal anders gemacht werden. So, und damit komme ich schon zum Schluss oder zum Fastschluss. Wenn wir den Gesamtmarkt, ich habe es jetzt mal Fernsehen genannt, ja, da fehlen natürlich verschiedene Dinge, die mit Online-Video auch zu tun haben, so aus Verlagsseiten oder ähnlichem mehr. Aber das, was wir sozusagen so landläufig als Fernsehen bezeichnen, ja, da würde man den Markt jetzt ohne öffentlich-rechtliche Gebühren ungefähr so aufgliedern. Da haben wir eben also TV, Free-TV nochmal als den größten Anteil an den 8,3 Milliarden, die hier ungefähr verteilt werden, in 2020 verteilt wurden. Dann haben wir S-Wort hat sich hier gemausert zum zweiten Platz mit 30%. A-Wort hat ein bisschen aufgerückt, 16%. Und T-Wort und EST ist immer ein bisschen kleiner, mit sehr geringen Wachstumsraten auch tatsächlich. Hier muss man ein bisschen angucken, wie das jetzt mit Corona weitergeht, weil das im Prinzip geht es oft um das Erstverwertungsfenster Kino, was ja jetzt so ein bisschen weggebrochen ist. Und da ist ja T-Wort und EST eine ganz gute Alternative für die Firmen, weil sie da nochmal ein bisschen anders vermarkten können. Insofern ist hier sozusagen Prognose ein bisschen schwierig, hängt jetzt ein bisschen mit Kino zusammen, aber Wachstumsraten generell auch ein bisschen schwächer an der Stelle. Also A-Wort, S-Wort, so die größten Wachstumstrends. TV negativer Trend und T-Wort EST halt relativ stabil. So, das ist also der deutsche Markt an der Stelle. Ganz kurz noch, weil es so schön ist, wollte ich es nicht vorenthalten, ein bisschen abseits vom Thema deutscher Content im Streaming, ist ja immer viel diskutiert. Wir haben jetzt mal ein paar Zahlen dazu zusammengetragen. Auf allen deutschen Plattformen sehen wir eben, dass von 2017 bis 20 der Anteil der deutschen Inhalte gestiegen ist, tatsächlich aber der Bedarf an deutschen Inhalten noch stärker gestiegen ist. Also für alle, die im Markt sind, ein vielleicht gar nicht so schlechtes Zeichen. Deutscher Content, das lohnt sich nach wie vor und wird gerne auch geschaut. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören und lieber Frank, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank, Dr. Florian Kerkau nach Berlin. Wir bekamen eben schon die Frage, ob Sie die Präsentation erhalten. Ja, wir werden im Nachgang natürlich die Informationen an die Teilnehmer rundschicken. Es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt Pay-TV-Markt, es gibt die im Prinzip die Zahlungsbereitschaft, geht natürlich auch darum, wie sieht es aus mit den Kabelgebühren etc. Wir werden dieses ganze Themenfeld jetzt diskutieren. Florian Kerkau, du und ich, wir werden später dann zur Diskussion wieder dazukommen. Jetzt, bevor ich quasi jetzt hier unsere Gäste dazu bitte, möchten wir noch gerne eine Frage an Sie alle stellen. Denn uns interessiert, Sie sind ja auch Branchenteilnehmer und Experten, uns interessiert, wie Sie es denn sehen mit der Zahlungsbereitschaft. Wird denn die Zahlungsbereitschaft der Zuschauer in Zukunft steigen? Ja, nein, weiß nicht. Wir haben ja die Entwicklungen gesehen in den USA. Interessant ist, interessiert uns, wird die Zahlungsbereitschaft der Zuschauer in Zukunft steigen. Für alle Teilnehmer bei GoToWebinar, die können jetzt hier abstimmen. Die bei uns in der Plattform, die können natürlich gleich das Ergebnis sehen. Sie können auch Ihre Fragen im Chat stellen.
Bitte schicken Sie jetzt die Fragen im Chat. Ich bin dann gleich hier mit dem Smartphone zugange. Das ist dann nicht unhöflich, sondern ich bekomme dann die Fragen von der Regie direkt zugestellt, sodass ich die Fragen nachher stellen kann. Und wir haben im Anschluss, wir können das Ergebnis auch gleich sehen, in unserer Plattform auch noch die Möglichkeit, direkt mit den Speakern zu sprechen. So, wie sieht's aus? Wird die Zahlungsbereitschaft der Zuschauer in Zukunft steigen? Die Regie wird jetzt gleich die Daten zeigen, die Ergebnisse zeigen und dann werde ich nämlich mit den Ergebnissen gleich unsere Gäste vorstellen. So, und wie sieht's aus? Ja, 57% glaubt, die Zahlungsbereitschaft der Zuschauer wird in Zukunft steigen. Nein, 33%, 11% weiß nicht. Jetzt begrüßen Sie mit mir unsere Gäste und zwar einmal den Moderator Dr. Jörn Krieger von Broadband TV News, Dr. Niklas Bramring von Satu und Theo Weyrich von Wilhelm Tell. Die werden jetzt zugeschaltet und es poppt jetzt quasi so ein Fenster auf, am Webinar teilnehmen, Theo Weyrich auch. Herzlich willkommen, ich übergebe an Jörn. Jörn, du hast ein interessantes Ergebnis, eindeutig, Zahlungsbereitschaft wird steigen. Ich überlasse die Diskussion, komme nachher mit den Zuschauerfragen dazu. Gutes Gespräch. Ja. Guten Talk. Dankeschön. Ich fand das jetzt interessant, dass doch das Ergebnis so eindeutig ist, dass die Zahlungsbereitschaft steigen wird aus Sicht der Teilnehmer, die sich zu Hause diese Session anschauen. Sind ja alles Branchenakteure selbst. Also das sind hoffnungsvolle, positive Zahlen, dass man jetzt nicht sagt, nee, der Geldbeutel bleibt zu, es sind zu viele Streamingdienste und Pay-TV-Abos und Co. Und das reflektiert sich ja in den Zahlen, die uns Florian Kerker aus Amerika mitgebracht hat, dass da für Pay-TV und Streaming, also S-Wort, weiterhin die Zahlen steigen, zwar nur leicht, aber sie steigen und sie fallen noch nicht ab. Und für A-Wort hingegen fallen sie schon wieder ab. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der amerikanische Markt dem deutschen ja ein paar Jahre immer voraus ist, dann ist es interessant, diese Perspektive mal auf den deutschen Markt umzumünzen und auch für die Anbieter, die sich hier tummeln, dass hier eben doch noch Zahlungsbereitschaft vorhanden ist. Also es ist noch Luft im Beutel sozusagen. Theo Weyrich, die erste Frage ist natürlich die Kernfrage jedes Anbieters von Plattformen. Wie schafft denn Wilhelm Tell Zahlungsbereitschaft bei seinen Kabelkunden? Ja, grundsätzlich sind unsere Kunden an dem linearen TV interessiert. Es ist immer eine Konkurrenz, wenn man eine eigene Plattform hat. Wenn es die Plattform frei offshore im Netz gibt, ist es sehr schwierig, da etwas zu etablieren. Das sind die Großen, Sie haben sie vorhin alle genannt, sind natürlich da im Vorteil. Und solange man dagegen konkurriert, ist es schwierig, so ein Thema aufzubauen. Also insofern würde ich sagen, es muss ein Produkt sein, was im niedrigen einstelligen Bereich ist, was man anbieten kann. Komfort gibt es natürlich ein Klientel, das dann entsprechend auch auf die Plattform will. Aber ich schätze so ein, dass mindestens 2/3 bei dem alten TV-Bereich bleiben wollen, wenn es ein anständiger oder sagen wir mal, ein bezahlbarer Preis ist. Also das klassische lineare Fernsehen ist weiterhin das Zugpferd und dann eine möglichst niedrige Einstiegsbarriere im einstelligen Euro-Bereich. Dann habe ich die Kunden. Nick, wie ist das bei euch bei Satu? Ihr habt ja jetzt mehr als nur das klassische Fernsehen, aber das ist sicher auch bei euch noch ein Zugpferd, das lineare. Ja klar, ich würde differenzieren. Was die Inhalte angeht, ist das ganz klar. Also zu uns kommen die Leute, um ARD, ZDF, RTL, ProSieben Inhalte zu sehen. Regionale Inhalte, das haben wir gerade in der Präsentation auch gesehen, spielen. Das ist ja erstmal kostenlos bei euch, ne? Wir haben auch ein kostenloses Produkt, da sind aber nur die Öffentlich-Rechtlichen dabei. Also um das volle TV-Erlebnis zu haben, bezahlt man was. Und die Leute bezahlen eben etwas, nicht etwas, was wir sozusagen aus den Leuten rauskitzeln. Wir machen ja nicht den Markt, aber wir lesen sozusagen die Trends. Und wenn man den Leuten eben das gibt, was sie auch von der Netflix und Co. kennen, nämlich Multiscreen, auch zeitversetzt, Personalisierung und so weiter, dann stellen wir einfach fest, ist auch Zahlungsbereitschaft da, auch durchaus jenseits der 10 Euro für klassische Inhalte, also noch ohne, dass wir von teuren Pay-TV-Inhalten sprechen. Wie ist denn so der Anteil derjenigen, die dieses kostenlose Basic-Angebot wahrnehmen und derjenigen, die tatsächlich schon so ein Einstiegs-Pay-Paket abonniert haben? Wir reden nicht vom klassischen Pay-TV, Premium-Pay-TV, sondern von diesem Einstiegspaket. Also
Früher war das so, dass über 90% Free-Nutzer waren. Inzwischen spielt das Free-Angebot eine immer kleinere Rolle, denn viele Nutzer haben eben dann auch über ihren, ich sage jetzt mal, klassischen Fernsehdienst, also ob das bei der Deutschen Telekom oder bei Vodafone oder bei wem auch immer ist, haben sie sowieso Multiscreen. Das heißt, jetzt so als Add-on unser kostenfreies TV zu nehmen, dafür gibt es gar keinen Bedarf. Dafür gibt es aber auch diejenigen, die sagen, ich will eigentlich meinen TV-Dienst als App und ganz flexibel haben, sodass unser Subscription-Bereich weiter steigt. Wie ist es denn bei Wilhelm Tell? Seit vielen Jahren gibt es da ja jetzt praktische Erfahrungen, wofür zahlen die Kunden, wofür zahlen sie nicht. Also mich würde vor allem mal interessieren natürlich, wofür zahlen sie denn nicht? Also was funktioniert denn gar nicht für ein Geschäftsmodell? Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie Sie Ihr Produkt gebundelt haben. Also ich sage mal ein Beispiel. Wir haben die HD-Plus-Programme der Privaten, haben wir nie, sagen wir mal, gebündelt mit vorhandenen anderen Produkten. Deswegen ist der Anteil dieser Buchung bei uns um 2/3 niedriger als zum Beispiel bei einem Wettbewerber bei Vodafone. Das zeigt für mich, wenn man den Leuten die Freiheit lässt, dann werden sie doch schon den preisgünstigeren Weg lassen, was auch immer das bedeutet. Die Erfahrung ist, dass es ein Spektrum gibt an PTV-Programmen, mit denen wir sehr viel Erfahrung haben. Wir haben eine eigene Verschlüsselungsplattform gehabt. Aber das sind alles so im niedrigen zweistelligen Bereich, was wir da an Abos haben. Sie müssen preiswert sein. Es kommt auch ein Klientel aus fremdländischen Produkten, also sprich nationale Spezialitäten, also Französisch, Englisch und so weiter. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, gehen die Subscriber oder die Kunden, wenn sie was dann haben, auf die klassischen Dienste, Netflix, Prime, was auch immer am Markt ist. Aber ansonsten wird es sehr schwierig, da was aufzubauen. Warum soll ich jetzt ein Komfortplattform, natürlich ist es ein Komfort, wenn ich vorwärts, rückwärts gehen kann, im Film. Aber warum soll ich eine Plattform, die jetzt, sagen wir mal, bei ZDF Arte und bei ARD frei ist mit ähnlichem Komfort, warum soll ich mir das jetzt buchen? Es gibt Leute, die wollen das tun, aber im Großen und Ganzen ist das meines Erachtens, solange es sowas kostenlos im Netz gibt, kein großes Geschäftsmodell. Interessante Aussage. Also der Zuschauer ist durchaus zahlungsbereit, aber überlegt sich es ganz genau und checkt erstmal, ob es nicht irgendwo doch kostengünstiger oder gar kostenfrei verfügbar ist. Wir haben ja mittlerweile so viele Zugangswege zu den gewünschten Inhalten. Da würde mich natürlich bei Satu jetzt interessieren, ihr habt euch ja gewandelt von so einer reinen linearen Streaming-Angebotsplattform zu einer Aggregator-Plattform. Mittlerweile reden wir auf vielen Konferenzen auch schon vom Super-Aggregator. In dieser Rolle kann man ja sagen, ich sehe jetzt hier anhand der Kundennutzung, das funktioniert nicht. Also ihr habt ja zum Beispiel auch A-Wort-Angebote, ihr habt S-Wort-Angebote mit drauf von Dritten. Ist das immer noch so ein bisschen Nischenangebot oder entwickelt sich das so langsam auch in Richtung Mainstream? Ja, vielleicht darf ich noch gerade bei Theo Weilrich sozusagen unterstreichen, wenn man das als Aufruf in die Branche rein versteht, dann würde ich das wiederholen wollen. Die Branche muss natürlich schauen, dass wenn man sagt, die Inhalte sind viel wert und als Sender will man hohe CPS haben, dann muss man aufpassen, dass man den Content dann selber nicht verschleudert, ja, oder sich darüber beschwert, dass die Streamingkosten hoch sind. Also müssen wir auch insgesamt schauen, dass der Preispunkt dann sozusagen gehalten wird auf allen Seiten der Wertschöpfungskette. Dann zu deiner Frage. Die meisten User bei uns kommen zu uns, um Mainstream-Inhalte zu schauen. Ja? Also große Fernsehsender-Inhalte. A-Wort ist klasse, weil das kann man eben mit niedriger Schwelle sozusagen den Usern als Ergänzung geben. S-Wort haben wir auch, weil das irgendwo schon dazugehört, ja? Einfach für den User eine Reichhaltigkeit anzubieten. Im Sinne von, hilft das jetzt groß bei der Monetarisierung? Ehrlich gesagt, Stand heute, es geht so. Das ist jetzt kein Game Changer, das ist eher ein strategisches Thema für uns. Aber ein Punkt ist mir noch wichtig. Wir sind ja inzwischen auch als Satu viel stärker im B2B, also mit Partnern, mit Netzbetreibern unterwegs als jetzt im B2C. Und wenn wir von Monetarisierung sprechen, dann sollten wir nicht nur darüber sprechen, ob man jetzt 5 Euro oder 7 Euro oder 12 Euro verlangt dafür, sondern wir sprechen ja auch eben von Bundling-Modellen, wo man letzten Endes als Netzbetreiber ja auch schaut, inwiefern Fernseh einem hilft,
Internet-Access-Produkte zu verkaufen, beziehungsweise den Churn niedrig zu halten von seinen Usern. Denn da hat man dann seine 99% Marge drauf. Das heißt, der User, den man hält über TV, der ist möglicherweise viel mehr wert als der Preis, den er für TV bezahlt. Und da haben wir zum Teil mit Kunden sehr eindeutige Korrelationen auch analysieren können, wie über TV die User, die eben auch TV mit ihrem Internet-Access haben, und zwar modernes IPTV, dass die deutlich geringere Churn-Raten haben, was im Zweifel noch mehr wiegt als das eigentliche Geld, was sie fürs TV bezahlen. Das sind natürlich interessante strategische Überlegungen und Fragen, die ich mir als Netzbetreiber oder Plattformanbieter stellen muss heutzutage. Und da geht es natürlich darum, es dem Zuschauer so einfach wie möglich zu machen, ihm das Leben leichter zu machen, die gewünschten Inhalte alle aus einer Hand zu bekommen, im Idealfall aus einer Rechnung, über eine attraktive Benutzeroberfläche, die alles mit abdeckt. Das ist dann letzten Endes ja dieser Superaggregator. Ein Superaggregator, hat mir mal jemand gesagt, das ist eigentlich nichts Neues. Das sind wir als Kabelnetzbetreiber eigentlich schon immer. Es war hier in dem Tasting Talks Talk von ein paar Wochen. Ist das denn so, Theo Weigrich, war denn Kabelnetzbetreiber schon immer ein Superaggregator? Und was ist es denn, da hat man ja unheimlich viel Erfahrung, auch was der Zuschauer, der Kunde, der Kabelkunde dann tatsächlich haben will. Was ist es denn? Also zunächst einmal, das Wichtigste, was wir haben, sind die Inhalte und das Teuerste. Gute Inhalte sind, glaube ich, alle bereit, was zu bezahlen. Aber wir machen auch selbst lokale Inhalte und wissen, wie teuer sowas ist und wie aufwendig das ist, schon seit über 20 Jahren. Sagen wir mal, ursprünglich war der Treiber, alles zu aggregieren, einfach die Voraussetzung, dass man aus dem Fernsehanschluss eigentlich alle 400 möglichen Programminhalte präsentiert bekommen muss. Davon waren 10% wahrscheinlich immer so in der Größenordnung Bezahlfernsehen und der Rest war eigentlich Portfolio, wenn man gebraucht hat, um eine Großstadt zu versorgen. Wir haben hier, Hamburg ist eine internationale Stadt, also mussten wir auch ein internationales Inhalteportfolio anbieten. Das haben wir auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Und jetzt war natürlich jetzt die Frage, wie ändern sich die Gewohnheiten? Also zunehmend, wenn der Knopf auf die Fernbedienung durch den Knopf aufs Handy oder auf dem Flatscreen oder auf dem Notebook verändert wird oder auf dem Smart TV verändert wird, dann gibt es natürlich andere Vorteile, die man nutzt. Und ich weiß das selbst, ich nutze mittlerweile auch 50% meines, obwohl ich bin nicht repräsentativ, meines Konsums ist halt Streaming-Dienste, weil ich dann relativ schnell auch und ohne Werbung zum Markt komme. Aber es gibt ein großes Klientel, das einfach nach wie vor gelernt hat, lineares TV zu schauen. Sie drücken auf den Knopf, die haben ihre 10 Grundfernsehen und ich sage mal, das sind 2/3. Und die werden sich natürlich in den nächsten 5, 6 Jahren verändern. Wir haben auch andere Generationen, die da drin sind. Aber letztendlich glaube ich, dass es notwendig sein wird, dieses schnelle und schnell zu konsumierende Fernsehen mit den Inhalten, die irgendwo vorhanden sind, das wird kommen und oder wird bleiben, auf Deutsch gesagt, und es wird auch in Zukunft Sender geben, kleinere Sender, die hier auch ihr Interesse, das Interesse der Subscriber, also der Kunden. Also insofern sind wir Transportierer und ein großes preiswertes Angebot zu machen. Das ist eigentlich unsere Chance, ansonsten Inhalte zu machen. Das müssen wir zugeben, das ist nicht unsere Domäne. Aber auf die Inhalte kommt es an und ihr legt sozusagen den Zuführungskanal hin zu den Zuschauern. Der Zuschauer entscheidet, was er sehen möchte, in welcher Form, auf welchem Endgerät, zu welcher Zeit. Und letzten Endes kommt es aber auf die Inhalte an. Und ich denke mal, das ist auch jetzt für die Diskussionsrunde ein wichtiger Punkt, den wir festhalten sollten. Frank hat sich dazugeschaltet und Florian ist auch dabei. Gibt es denn Zuschauerfragen? Ja, genau. Ich habe hier Fragen und zwar einmal richtet sich sicherlich an den Theo Weirich. Wie sichert sich ein Kabelnetzbetreiber denn überhaupt Zahlungsbereitschaft für lineares TV, wenn es das zum Beispiel über Satu kostenlos gibt und die TV-Zwangsbeglückung über Nebenkostenzulage entfällt doch jetzt? Das ist ein ganz einfaches Thema. Wir werden nach wie vor ein Klientel haben, das dieses Portfolio haben möchte und sie bekommen das dann nicht über die Umlage, sondern über ein Einzelabo können sie das buchen. Nur das einzige Thema, was wir haben, wir müssen an diese Kunden rankommen, die kennen wir heute noch nicht.
Wir können 2/3 dieser Kunden, die kennen wir. 1/3, die wir noch nicht im Netz haben, weil sie noch beim Wettbewerber aus irgendwelchen fehlgeleiteten Motivationen sind, die werden wir dann entsprechend auch noch bekommen. Und insbesondere freue ich mich auf die Kunden, die wir von der Telekom davon bekommen. Da werden wir uns sehr stark anstrengen. Wir haben jetzt ein Produkt aufgelegt, wo wir sagen, jeder Kunde, der von der Telekom weggeht, wird bei uns besonders begrüßt. Das wird lustig in Norderstedt, glaube ich. Und ich habe eine Frage ich habe eine Frage an Florian Kerkau zum Abfall von AVOD in den USA. Jetzt bietet zum Beispiel HBO Max seinen Dienst Hybrid an, auch werbeunterstützt. Sehen die Diskussionsteilnehmer auch hierfür Potenzial in Deutschland? Ich denke, das richtet sich wohl an alle. Vielleicht kann ich eine kurze einleitende Statement noch abgeben dazu. Also wenn wir es vergleichen, den USA-Markt mit dem deutschen Markt zum Beispiel und eben durch Anbieter wie HBO oder Peacock P Plus, also Anbieter, die es jetzt hier noch nicht gibt, die jetzt sozusagen auf dem Sprung gerade sind, sehen wir eben, dass es hier eine deutlich differenziertere Angebotspalette gibt. Also gerade was das Businessmodell angeht, da gibt es ja ganz viele Staffeln oder Abstaffelungen von wie viel Werbung kriege ich, für wie viel Geld bezahle ich dafür. Und hier ist es ja meistens so eine binäre Werbung ja, Werbung nein Geschichte oder bei Joyn und TV Now gibt es da nochmal eine Stufe dazwischen. Insofern ist das da alles so ein bisschen feiner gegliedert und ich denke, das werden wir hier auch wahrscheinlich in ähnlicher Form vielleicht in ein, zwei Jahren sehen. Okay, super. Ich kann sagen, auch zu der ersten Frage, unser Free-Angebot ist ein Schnuppertesten sozusagen. Wenn man das ganze Fernsehangebot haben will, bezahlt man Premium 99, dann unser Ultimate ist das bessere, sogar knapp 14 Euro. Alle Fernsehsender anzubieten, kostenlos werbefinanziert, das geht nicht auf. Das kriegt man über Werbung nicht hin. Was man machen kann, ist sozusagen vielleicht etwas günstiger und dann zusätzlich Werbung. Aber das ist ganz klar unser Standpunkt. Für ein richtig gutes Fernsehangebot wird der Zuschauer auch was bezahlen müssen. Wir können ja im Anschluss nochmal bei live.mediatasting.com noch ein paar Minuten diskutieren. Da können Sie auch rein. Jörn, hast du vielleicht noch ein Abschlussstatement, das du jetzt hier zu der Runde sagen möchtest? Ich denke, wir haben alle wichtigen Punkte angesprochen und haben uns jetzt eine Abkühlung verdient. Wunderbar. So, und bevor ich gehe, wir kommen jetzt zur Abkühlung. Aber vor allem, ich meine, Sie, liebe Tasting Talker, Sie haben uns ja ermutigt und ermuntert, dass wir dieses Format machen. Wir haben jetzt also auch jetzt schon wieder über 70 Teilnehmer hier in unserem Talk an einem Freitagnachmittag. Dafür danke ich Ihnen und wir haben für Sie eine Plattform geschaffen. Und wir werden am 29. Juni werden wir das Media Tasting durchführen als Online-Thema und wir haben noch den nächsten Tasting Talk zur TKG-Novelle am 9. Juli, aber 29. Juni. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Plattform zeigen. Also wirklich nur geben Sie mir kurz die Zeit. Der Kollege zeigt Ihnen jetzt gleich mal die Plattform, was wir da vorhaben und was wir machen. Sie kommen quasi rein in den Tasting Talk zukünftig über live.mediatasting.com, müssen sich nur registrieren. Dann das hier ist quasi hier ein Stream. Dann haben wir Networking-Möglichkeiten. Beim Networking haben wir nachher das Nachgespräch. Die Referenten, wir haben eine Mediathek und das Mediatasting findet in 3D statt. Wir haben den Bühnenentwickler von Udo Lindenberg und Peter Maffay dafür gewonnen, was zu machen. Alles ein 3D-Sound hier. Wir haben eine Oase, um sich zu entspannen und Sie können sich mit den Teilnehmern vernetzen. Probieren Sie es aus. Wir wollen Ihnen so eine Fläche bieten, wo Sie sich ins Gespräch kommen wollen. Und ich bedanke mich jetzt an der Stelle bei meinen Speakern. Und wir sind beim Media Tasting, wir sind beim Tasting Talk, da geht es auch immer um die Genussempfehlung zum Wochenende. Und ich habe Ihnen auch wieder was Besonderes mitgebracht. Ein Gewinner von Mundus Vini Gold, jetzt in der Frühjahrsverkostung. Und zwar aus dem Rheingau von Schloss Vollraths VDP Weingut. Ein fantastischer Riesling-Kabinett. Trocken und ich möchte gerne mit meinen Gästen und Ihnen zusammen zum Wochenende anstoßen. Ich danke meinen Gästen, dass Sie dabei waren. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme. Alles Gute zum Wohl. Auf bald. Wohl. Prost. Danke, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 29. Juni. Sehr gut. Danke Ihnen.